Und willkommen zurück bei Fallout 4. Wir sind in Diamond City angelangt und hier schauen wir uns erstmal ein bisschen um. Was ich ein bisschen komisch finde an Diamond City, wir können hier einfach mit einer Waffe rumlaufen. Finde ich eigenartig, ist mir neu. Entschuldigung. Hey. Du hast da... Genau. Egal. Hey, Danny. Sullivan. Du bist also der Händler, von dem Piper gesprochen hat, ja? Irgendwie glaube ich, dass sie mich wieder reingelegt hat. Habe ich recht? Ich wollte dich nicht anlügen, aber es ging alles so schnell. Oh, na klar. Ist so schnell passiert, dass du jeglichen menschlichen Anstand vergessen hast. Hat dir deine Mutter nicht beigebracht, dass man ehrlich sein soll? Hey, was führt dich eigentlich nach Diamond City? Wäre gut, wenn ich das im Protokoll vermerken kann. Ich suche etwas. Tun wir das nicht alle? Suchst du denn was Bestimmtes? Einen Jungen. Er wurde entführt. Oh, hey, tut mir leid. Wir haben Befehl, keinen vermissten Fällen nachzugehen. Im Moment haben die Leute eine Menge Angst wegen des Instituts. Und wir können diese Angst nicht noch durch offizielle Ermittlungen anfeuern. Was, wenn eine Panik ausbricht? Wir probieren's mal. Mit Bestechung. Hey, wie wäre es mit einem einfachen Tausch? Geld gegen Informationen. Hey, ich bin nicht bestechlich, okay? Also nein. Ich brauche nur ein paar Informationen, Danny. Wir können das doch ganz inoffiziell machen. Okay. Ich kann dir zumindest sagen, wo du hin musst. Inoffiziell. Wenn du in der Stadt bist, geh in die Gasse hinter dem Markt. Da sind ein paar Neonschilder. Detektiv Valentine. Da geht allerdings niemand gern hin. Sag also nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Okay, Diktai. Danke für deine Hilfe. Ja, klar, und viel Glück. Bleib sauber. Immerhin haben wir einen kleinen Anhaltspunkt bekommen. Das ist ja schon mal viel wert. Und dann würde ich sagen, betreten wir doch mal Diamond City und schauen uns dort ein wenig um. Bin ja mal gespannt, was uns da erwartet. In dem, ja, Diamanten des Commonwealth. Das, oder auch das große grüne Juwel genannt. Die meisten Läden sind tagsüber geöffnet und nachts geschlossen, aber wer hätte das gedacht? So, wir haben Diamond City gefunden, so sieht's also aus. Da hätten wir Piper. Und ihre Schwester, ihre Kleine, Nat. Hey, Kleine. Wie verkauft sich die Zeitung so? Naja, die Presse läuft auf Hochtouren. Der Motor wird bald den Geist aufgeben, wenn wir ihn nicht ersetzen. Ach, das sagst du schon seit Wochen und das Ding läuft noch. Mach dir nicht dauernd so viele Gedanken. Ich muss ins Büro. Ruf mich, wenn du wütende Politiker auf dem Weg zu uns siehst. Warum? Stimmt was nicht? Piper? Ich sag's mal so, ich mag die Piper irgendwie und so, auch wenn sie eine Pressetussi ist, aber trotzdem mag ich sie. Die synthetische Wahrheit. Also die Presse. Oktober 2287, die synthetische Wahrheit von Piper Wright. Weißt du was? Nudeln. Wir alle essen sie. Wir alle lieben sie. Und Power Noodles ist schon seit 15 Jahren eine feste Institution in Diamond City. Von Takahashis steifen mechanischen Japanisch über den intensiven Geruch jeder Schussel oder soll das Schüssel heißen? Ja, es ist ja handschriftlich geschrieben oder handschriftlich dargestellt. Das macht es nicht einfacher, dadurch, dass es geknickt ist und so weiter. Dadurch ist das Vorlesen gerade ein bisschen schwierig. Bis zu jedem feurigen Bissen, der Genuss von Nudeln ist eine der großen menschlichen Erfahrungen. Na dann. Die jeder kennt oder etwa doch nicht? Genau diese Frage kam in mir auf, als ich letzten Mittwoch gegen 17 Uhr am Tresen von Power Noodles saß und mein Abendessen zu mir nahm. Wie schon so viele Male zuvor, dann sah ich, wie Bürgermeister McDuff sich auf einen Stuhl setzte und exakt das gleiche Ritual begann.
Die rechte Hand streckte sich vor, der Mund öffnete sich, kauende Zähne, ja, er aß Nudeln, na sowas. Eine Erfahrung, die fast jeder Bewohner von Diamond City kennt. So muss es auch den Bewohnern von Diamond City vor fast 60 Jahren vorgekommen sein, als sie an einem ungewöhnlich warmen Abend im Mai 2229, also 2229, zum genau diesem Tresen herumsaßen. Aber das war die Zeit vor Takahashi und seinen Nudeln. Als es in der Bar statt Nudeln eiskalte New Cola, schaumiges Bier und kräftigen Whisky gab. Der Name des Barkeepers war Henry. Und auch in dieser Nacht verhalf er den Gästen zu großen menschlichen Erfahrungen des Trinkens, Rauchens, Redens und Lachens. Aber dann kam es zu einer Tragödie. Es gab nicht mehr viele Leute unter uns, die alt genug sind, um sich an diesen Abend zu erinnern. Einige der Ghoul-Bewohner hatten sich etwas dazu hätten sicher etwas dazu sagen können. Waren sie dank Bürgermeister McDuff Anti-Ghoul-Gesetz von 2282 nicht gewaltsam aus der Stadt vertrieben worden. Aber es gibt noch eine Person unter uns, die sich genau an die Ereignisse dieses Abends erinnert. Die hochangesehene Matriarchin Ostis Horrens, die uns ihre Geschichte in einem exklusiven Interview erzählte. Oh ja, ich war da. Hab an der Bar gesessen, so wie du jetzt vor mir sitzt. Ich war 22 und wollte einfach ein bisschen Spaß haben. Hinter der Mauer war ich in Sicherheit. Okay. Wir alle waren das. Also, was sollte schon passieren? Und eins kann ich dir sagen. Dieser Mr. Carter hat es einem echt leicht gemacht. Er war an diesem Tag in die Stadt gekommen, meinte, er käme irgendwo aus dem Westen. War nicht wirklich wichtig. Viel wichtiger waren sein Grinsen, sein Lachen und seine Art, durch die sich jeder sofort locker und entspannt fühlte. In dieser Nacht haben wir uns in der Bar irgendwie alle um ihn gedrängt. Jeder wollte mit ihm reden oder etwas über den Zustand des Commonwealth erfahren. Und Mr. Carter kümmert sich um jeden von uns. Es war wunderbar und dann auf einmal war es schrecklich. Ostis fiel es sichtlich schwer, die Geschichte über diesen Abend fortzusetzen. Und den Moment, in dem alles anders wurde und die Wahrheit über Mr. Carter ans Licht kam. Wir hatten so etwa 3 Stunden geredet und getrunken. Mr. Carter hatte da vielleicht 4 oder 5 Drinks intus. Er schien etwas betrunken zu sein, so wie wir alle. Und dann passierte es. Er lächelte und dann verschwand sein Lachen plötzlich. Sein Gesicht fing an zu zucken, es sah irgendwie sehr komisch aus. Ich erinnere mich noch ganz genau daran, als wäre es gestern gewesen. Er griff in seinen Mantel, holte einen Revolver heraus und bam. Er schoss Henry, den Barkeeper, direkt in den Kopf. Er zögerte nicht, er zeigte keinerlei Gefühlsregung. Mr. Carter hatte Henry so beiläufig getötet, als hätte er einen Drink bezahlt. Aber sein Gesicht zuckte immer weiter und dann war die Hölle los. Das kann ich dir sagen. Was Justiz hier beschreibt, ist natürlich der berüchtigte Vorfall, den zwischen als zerbrochene Maske bekannt ist. An diesem Abend erfuhren die Bewohner des Commonwealth zum ersten Mal, dass das Institut eine geheimnisvolle Wissenschaft, Wissenschaftsorganisation, das ist gar nicht getrennt, okay, die für die Entwicklung von Kampfdruiden verantwortlich ist. Ein so fortschrittliches Modell gebaut hatte, dass es sich in der menschlichen Gesellschaft bewegen kann, ohne Aufsehen zu erregen. Das Institut hatte seine Androiden irgendwie zu synthetischen Menschen weiterentwickelt. Synths. Ach, guck einer an. Hier gibt's also die Gefahr der Synths. Oder Synths, oder Synths, was auch immer. Nachdem er Henry erschossen hatte, feuerte Mr. Carter noch auf 3 oder 4 andere Personen. Wie gesagt, es brach die Hölle los. Die Sicherheitsleute kamen und eröffneten das Feuer, aber Mr. Carter schoss einfach immer weiter und schleuderte Menschen durch die Luft. Irgendwann hatten die Sicherheitsleute ihn dann endlich erledigt.
Wir alle dachten, sie hatten einen Mann hätten einen Mann getötet, der einfach amok gelaufen war. Und er lag auch da wie ein Toter, Verrückter. Es war schrecklich, aber dann sahen wir da Plastik und das Metall. Das war noch eins der frühen Synth-Modelle und uns wurde klar, dass es gar kein Mensch gewesen war. Da wussten wir es. Das Institut war nicht nur da draußen, es war jetzt überall unter uns. Niemand fand je heraus, weshalb er Synth, den wir als Mr. Carter kennen, all die Menschen getötet hatte. Einige glaubten, dass er irgendwie vom Institut ferngesteuert worden war, um seine Kampfstärke zu ermitteln. Andere meinten, dass er eine Fehlfunktion hatte und eigentlich niemanden töten sollte. Diese These wird von den Zuckungen in seinem Gesicht gestützt. Aber zu dieser Zeit schien das Warum kaum von Bedeutung zu sein. Viel wichtiger war, dass die Gesellschaft des Commonwealth von einer Organisation unterwandert worden war, deren Ziele und Beweggründe niemand kannte. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Dabei wurde ein Synth-Modell verwendet, das nicht einmal so fortschrittlich war wie jene, die mittlerweile im Dienst des Instituts stehen. Was uns wieder zurück zu den Nudeln bringt. Genau gesagt, zu den Nudeln, die Bürgermeister McDuff letzten Mittwoch gegessen hat. Genau an der Stelle, an der Synth Mr. Carter durchgedreht ist und mehrere Menschen getötet hat. Nachdem er über Stunden eine Erfahrung geteilt hatte, von der die Bewohner Diamond Cities glaubten, sie sei Menschen vorbehalten, sie haben sich geirrt. Tun wir das auch? Fragezeichen. Ja, das ist also ein wenig ein bisschen über die Synth und man muss sagen, ja, das klingt nicht ganz so prickelnd, was da vorgefallen ist seinerzeit. Ist nur die Frage, ist es heute auch noch so? Tja, wir werden es ganz bestimmt erfahren. Jetzt sind wir auf dem Markt von Diamond City. So sieht's hier also aus. Hier haben wir. Eins von diesen Dingern ist dann seine Sekretärin. Sie und ihre perfekte Frisur. Mhm. Die Sekretärin des Bürgermeisters. Komm schon mal. Ich schneide ihr die Haare und ich erkenne menschliches Haar. Aber das ist es doch, Johnny. Dir würde der Unterschied überhaupt nicht auffallen. Wenn du McDonough mit deinem Rasiermesser schneiden würdest, würde er bluten. Das hat gar nichts zu sagen. Oh, hallo. Haarschnitt brauchst, wieder jemand Armes und Dummes aus Diamond City hier, um sich ein paar Reste vom Tisch zu erbetteln? Wow, da fehlen mir echt die Worte. Mir gefällt dein Ton nicht. Warum verschwindest du nicht, bevor ich dich beim Sicherheitsdienst melde? Miststück. Was hast du gesagt? Ach, egal. Ich bin fertig mit dir. Ja, und ich mit dir. Geh bloß weg. Hau ab, du blöde Kuh. Eieiei, ein Safe. Also okay, hier würden wir Diebstahl begehen. Das wollen wir natürlich nicht. Ich habe gehört, dass es im alten Theaterviertel eine Bar nur für Raider gibt. Das Combat Zone. Würde mich an deiner Stelle von dort fernhalten. Ich will nur meine Ruhe. Okay. Officer? Das Institut? Ich hab vor denen keine Angst. Nein, wirklich. Ich schwör's. Ja, also ich merk schon, hier in Diamond City läuft alles ein bisschen anders. Also stehlen wäre hier keine gute Idee. Werden wir auch nicht tun. Ich glaube, dass du das wirklich isst. Es gibt nur eins, was man im Dugout Inn kaufen sollte. Und das ist der Schnaps. Ich muss auch mal was essen. Was erwartest du denn bitte? Ein echter Sohn von Diamond City ist am Nudelstand. Pass auf, wo du hingehst. Was? Ich hab dich im Auge. Sprich mit Abbott an der Mauer, wenn du eine Geschichtsstunde willst. Okay, triff Abbott bei der Mauer. Werden wir auch mal machen. Heide, wei, was ist denn hier los? Wen haben wir denn hier? Sich vor ihrem eigenen Schatten. Ich sage, die sollten sich mal entspannen. Hey, Solomon. Du musst das Leben so nehmen, wie es kommt. Weißt du, wenn was Schlechtes passiert, sagt man am besten einfach Ja dazu. Okay. Ich finde gerade lustig, dass wir alle Namen schon von vornherein kennen. Aber gut. Angeblich soll irgendwas Übles im Museum der Hexerei nahe Salem abgegangen sein.
Warum will da überhaupt jemand hin? Das Ding ist doch schon ewig verlassen. Und wieder eine neue Sache. Oh, ich sehe schon. Hier in Diamond City werden wir so viele Sachen erleben, so viele Sachen Informationen bekommen. Was rennst du denn hier rum? Hallo? Hi. Hallo, Nina. Hey, Kleine. Papa sagt, ich soll nicht mit Fremden reden. Oh, wow. Okay, da. Du bist aber groß. Ja, ich bin voll groß. Was haben wir hier? Diamond City Radio. Gehen wir da mal rein. Schauen wir da mal. Radio ist doch immer was Schönes. Hi. Hallo? Hi. Travis. Diese Radiostation. Nun, die wird auffallen, dass es sonst keine gibt. Ja, du bist echt hilfreich. Ja gut, hier können wir nicht viel machen, außer irgendwas klauen. Golduhr hätten wir hier, aber nein. Ja, man sieht schon, hier würde wirklich viel, viel Diebstahl der Grund sein. Halt einfach die Klappe, ich gehe weiter. Hier ist alles geklärt. Gehen wir mal weiter. Wir werden hier so viel zu tun haben, habe ich den Eindruck. Hier wird angebaut, hier gibt's Essen. Wäre das eigentlich auch Diebstahl? Nein, ist ja kein Diebstahl. Cool. Hey, was sind wir denn hier? Nehmen wir einfach mal alles mit. Das können wir alles mal irgendwo gebrauchen, um dort Essen anzubauen. Also, nicht wundern, wenn ich gerade mal hier so alles mitnehme, was ich so kriegen kann. So, haben wir wieder ein bisschen was zu essen. Also hier kann man wirklich gar nichts mitnehmen. Wen haben wir denn da? Das ist der Bürgermeister. Da sich so viele versammeln hier. Will Leute, der jetzt reden oder was? Leute, ich brauche mal eure Aufmerksamkeit. Ich möchte ja, dann rede. Etwas zu dem Thema sagen, das euch sicher alle beschäftigt. Dieser widerliche Artikel, den Piper da geschrieben hat. Diamond City ist seit über 150 Jahren vereint. Und es gibt zwei Dinge, die diese Einheit gewährleisten. Zum einen der große grüne Wächter hinter mir, die Mauer, unser Beschützer und Retter, der uns vor dem Schmutz da draußen bewahrt. Und zum anderen unser Glaube an und unser Vertrauen untereinander. Sie haben uns Wohlstand, Sicherheit und Bildung für jeden Bürger gebracht. Und auch wenn die Zeitung mit dem Finger auf Synths und andere Gespenstergeschichten zeigt, werden wir nicht zulassen, dass unser Vertrauen verloren geht. Ich möchte, dass ihr jetzt alle ganz genau zuhört. Ich bin kein Synth. Ich bin immer noch derselbe Junge, der hier in diesen Straßen aufgewachsen ist. Der in einer Hütte am Ufer zur Welt gekommen ist. Als Kind von Martha und Patrick McDonough. Und ich werde meine Stadt nicht im Stich lassen, nur weil die Presse sich hinterhältige Beschuldigungen einfallen lässt. Gott schütze diese Stadt. Gott schütze die Mauer. Ihr redet vielleicht ein Mist. Also ich bleib dabei, irgendetwas ist an dieser Stadt. Hast du die Zeitung gelesen? Verdammte Synths verstecken sich mitten unter uns. Juhu, Stereo. Also irgendwas stimmt hier nicht und das mit den Synths scheint hier auch eine Rolle zu spielen. Ziemlich abgefahren. Was steht ihr denn hier so rum? Naja, ich gehe da mal irgendwie hier, wo ist denn der Eingang? Hä? Irgendwo soll hier ein Eingang sein zu irgendwas. Ich schätze mal da zu dieser Diktei oder wie der immer das hieß, wie das genannt worden ist. Hier sind wir hergekommen, gehen wir nochmal zurück. Dort waren wir ja schon, hier kann ich durch. Was haben wir denn hier? Valentine Detective Agency. Ja, dann gehen wir da mal hin. Das werden wir jetzt noch machen von dieser Quest. Dass dein Glück auch nicht ewig anhalten wird.
Der Weg zur Freiheit. Folge dem Freedom Trail. Oh, Nick. Was ist denn hier los? Die Rechnung. Ellie Perkins. Oh, hab die Rechnung vergessen. Ist alles in Ordnung? Wieder ein Verirrter, den der Regen hierher gespült hat. Ich fürchte, du kommst zu spät. Das Büro ist geschlossen. Ich weiß, dass ihr sicher viel zu tun habt, aber es dauert auch nicht lange. Bitte, es ist wichtig. Tut mir leid, ich wollte nicht unhöflich sein. Es ist nur unser Detektiv. Er ist verschwunden. Oh, cool. Keine Sorge, ich helfe dir. Erzähl mir einfach, was passiert ist. Nick hat an einem Fall gearbeitet. Die Gang von Skinny Malone hat eine junge Frau entführt und er hat sie bis zu ihrem Versteck in der Park Street Station verfolgt. Da unten gibt es einen alten Vault, den sie als Lager benutzten. Ich habe Nick gesagt, dass das eine Falle ist, aber er hat nur gelächelt und ist durch die Tür, wie immer. Ne, Geld will ich nicht verlangen, hallo. Wer ist dieser Skinny Malone? Ich weiß nicht viel über ihn, aber ich weiß, dass er aus Good Neighbor kommt. Das heißt, er ist einer dieser Gangster im Anzug. Aber mit Maschinengewehr. Klingt nach Mafia. Ich werde ihn finden. Das verspreche ich dir. Danke. Nick ist leicht zu erkennen. Er hat sich für diese Trenchcoat- und Hutnummer entschieden. Bitte beeil dich. Ja, wir werden uns auf jeden Fall darum kümmern. Wir haben diese Quest hier abgeschlossen. Das ist die Hauptsache. Sehr schön. Damit haben wir den ersten Schritt zu unserem Sohn, muss ich ja sagen, gemacht. Ich frage mich, vielleicht sind wir ihm sogar schon begegnet. Wer weiß das schon? Ist ja alles möglich. Es kann ja sein, dass unser Sohn uns schon über den Weg gelaufen ist und nur wir wissen es nicht, dass es unser Sohn ist. Weil woran wollen wir unseren Sohn denn auch erkennen? Hallo? Dogmeat, geh mal weg. Das müssen wir dann alles irgendwie noch herausfinden. Aber jetzt schauen wir erstmal, was haben wir denn? Huiuiuiui, der Weg der Freiheit, Folge dem Freedom Trail. Okay, werden wir noch machen. Die Story des Jahrhunderts. Ja, wir gehen jetzt erstmal zu Pipers Büro. Definitiv. Was? Was Keine ist hier los? Bewegung, Zünd. Was hast du mit dem echten Riley gemacht? Wo ist mein Bruder? Ich schwöre, ich bin kein Sünd. Nicht schießen, um Himmels Willen. Wir sind eine Familie. Nimm die Waffe runter, sofort. Er ist ein Sünd. Er wird uns alle töten. Geil, nein. Okay, die Show ist vorbei. Es gibt keine Sünds in Diamond City, hört ihr? Nur euch und eure Scheißparanoia. Heilige Scheiße. Hätte man das nicht anders lösen können? Zurücktreten, Plünderer. Ja, ich bin ja schon weg. Was ist denn hier los? Ich verstehe, Officer. Ich wollte nur wissen, was passiert ist. Hörst du schlecht? Ich sagte, verschwinde von hier. Sofort. Ja, ist ja gut. Ich gehe ja schon. Heilige Scheiße. Hey, komm später wieder, hm? Was für ein Chaos. Entschuldigung. Mann. Dieser Mist hat mir den ganzen Tag versaut. Ist ja gut, dass ja der Tag was vorbei ist. Was steht denn da noch rum? Kümmert euch endlich um euren eigenen Scheiß. Entschuldigung. Er hatte eine Waffe auf mich gerichtet. Mein eigener Bruder. Du bist jetzt in Sicherheit. Darauf kommt es an. Ich bin kein Sünd. Ich hab's ihm gesagt, immer wieder. Warum hat er mir nur nicht zugehört? Ich brauche eine Minute. Alles klar, Riley. Zu dir kommen wir auch noch bestimmt. Oh Mann. Was hier alles in dieser Folge passiert, das ist ja der reinste Wahnsinn. Bin ich ganz ehrlich. Da haben wir noch jemanden. Boah, ich habe das Gefühl, wir werden hier noch so viel Zeit verbringen. Mit allem, was wir zu tun haben. Aber erstmal gehen wir jetzt noch in dieser Folge zu der guten Reporterin. Vielleicht können wir ihr auch noch helfen.
Also man merkt schon, so langsam aber sicher kommt das Spiel so richtig ins Rollen. Es gibt richtig viel zu tun. So, Piper, wo bist du denn? Piper? Piper? Da ist Piper. Schön, dass du vorbeischaust. Ist alles klar bei dir? Natürlich. Blue? Warum nennst du mich so? Weil du ein Vault-Bewohner bist. Du trägst zwar gerade nicht den blauen Anzug, aber den Pip-Boy und diesen Fisch auf dem trockenen Look. Ziemlich eindeutig. Also hör zu, ich will ein Interview. Deine Lebensgeschichte. Ich finde, es wird Zeit, dass Diamond City mal erfährt, wie ein Fremder das Commonwealth so findet. Wenn das klappt, dann... Ich hab's. Dann komme ich mit dir mit. Ich pass auf dich auf, während du dich an die Welt hier oben gewöhnst. Klingt gut. Was soll das für ein Interview werden? Ich frage dich, wer du bist, was du vom Leben hier draußen hältst und vielleicht noch ein paar knifflige Fragen, um es interessant zu halten. Was meinst du? Warum eigentlich nicht? Ich meine... Okay, Piper. Ich bin dabei. Gut. Kommen wir zum Geschäft. Also, ich weiß, du kommst aus einem Vault. Wie würdest du deine Zeit darin beschreiben? Meine Familie und ich wurden eingefroren. Ich war nicht lange im Vault. Warte. Die haben dich in eine Kühltruhe gesteckt? Die ganze Zeit? Heißt das, du hast die Zeit vor dem Krieg erlebt? Ja. Ja. Ich bin über 200 Jahre alt. Oh mein Gott. Der Mann aus einer anderen Zeit. Also, du hast das Commonwealth gesehen. Diamond City. Wie ist das verglichen mit deinem alten Leben? Boah, ist scheiße lustig, Sachen zu zerstören. Klingt ein bisschen, naja. Gibt mir Hoffnung. Also Hoffnung gibt's mir auch nicht. Möchtest du vielleicht reden? Ja, ich habe nur keine Ahnung, was ich sagen soll, ganz ehrlich. Ich hatte viel zu viel Spaß, Sachen in die Luft zu jagen, als dass ich mir darüber Gedanken gemacht hätte. Willst du es mir so schwer wie möglich machen, hä? Na gut, wenn das deine Antwort ist. Jetzt die große Frage. Du bist hierher gekommen, weil du jemanden suchst. Wer ist es? Ich habe meine Familie verloren, klar? Ich versuche, sie wiederzufinden. Wie heißen sie, Blue? Wer sind sie? Mein Sohn Sean wurde entführt. Er ist nicht mal ein Jahr alt. Auf der Suche nach dem vermissten Kind. Das ist heute so rührend wie eh und je. Glaubst du, das Institut hat etwas damit zu tun? Erstmal. Institut? Wer ist das? Das Blue ist das größte Rätsel im Commonwealth. Niemand weiß so richtig, wer oder wo sie sind, aber man bekommt ihre Machenschaften mit. Synths, synthetische Menschen. Aus geheimen Laboren. Sie erledigen die Drecksarbeit für das Institut. Manchmal ersetzen sie jemanden sogar mit einem Synth-Doppelgänger. Ein verdeckter Agent, den niemand verdächtigt. Nicht alles Schlimme, das passiert, hat mit dem Institut zu tun, aber möglich ist es immer. Darum frage ich. Mal eins kurz am Rande. Unser Charakter hier, unser Walter, denkt, dass sein Sohn immer noch ein Jahr alt ist. Aber wir wissen ja gar nicht, wann die Entführung stattgefunden hat, weil wir sind danach ja, wenn ich mich recht erinnere, nochmal in den Kälteschlaf zurückgefallen. Steht da nicht so mit auf den Mund rum. Sag endlich was. Und er könnte ja mittlerweile vielleicht schon etwas älter sein. Ich bin mal gespannt, wann wir diese Antwort bekommen. Ja, könnte sein. Das ist gut möglich. Nicht mal ein Baby ist vor ihnen sicher. Und die Leute fragen sich, warum ich nicht einfach wegsehen kann. Im letzten Teil unseres Interviews möchte ich etwas anderes machen. Gib den Leuten aus Diamond City doch ein paar Worte mit auf den Weg. Die Gefahr durch Entführungen wird im Commonwealth ignoriert. Alle tun so, als würde das nicht passieren. Was würdest du jemandem sagen, der einen geliebten Menschen verloren hat und nun zu viel Angst hat oder zu gelähmt ist, um nach ihm zu suchen? Leute ignorieren Entführungen, das haben wir schon mitbekommen. Rache nehmen, nicht die Hoffnung verlieren. Ganz egal, wie sehr man aufgeben möchte, man darf es nicht tun. Man darf die Hoffnung nicht aufgeben, dass man sie wiedersehen wird. Oder zumindest die Wahrheit erfährt. Eine starke Aussage zum Schluss, Blue. Danke. Wir sind fertig. Wird eine Weile dauern, das alles zusammenzupuzzeln, aber deine Geschichte wird den Leuten in Diamond City einiges geben, worüber sie reden können. Wie auch immer. Ich habe ja gesagt, dass ich mit dir komme. Auf dich aufpasse. Sag Bescheid, wenn du soweit bist.
Ich bin gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Cool. Piper will uns begleiten. Ja, nehme ich die Piper mal mit. Ich meine, ist zwar schade, dass ich jetzt dann den guten Dogmeat hier lassen muss. Für die Piper. Aber ich meine, einen Begleiter dabei zu haben, der auch mal mit mir redet, ist vielleicht auch mal ein ganz Reporter nett. Ein Reporter ist nur dann erfolgreich, wenn jemand sein Leben bedroht. Gehen wir zufällig in die gleiche Richtung? Ja, gehen wir. Tauschen? Achso, tauschen, ja, können wir immer noch. Lass uns handeln. Das wäre mein Angebot. Gut, ihr habt eine Lederkombi und eine Reportermütze. Schön, schön und gut. Aber wir haben für dich auch noch ein bisschen was. Dir gebe ich erstmal. Was gebe ich dir denn? Ja, wir haben ja schon eine 10mm Pistole. Was haben wir denn noch alles hier? Kampfgewehr. Ja, geben wir einfach ihr die 10mm Pistole erst einmal. Und dazu natürlich ein bisschen Munition. Erstmal Kleidung haben wir noch hier. Wieso tragen wir eigentlich nicht mehr den gelben Pilotenhelm? Hat man. Hä? Ach, stimmt. Ich habe ja gar nicht umgezogen. Uhaha. Ich habe ja gar nichts gemacht. Gut. Leichtbau, Metallrüstung. Hier, Madame. Linkes Bein. Die Schweißerbrille gebe ich dir. Die Käfigrüstung. Ja, ich gebe ihr einfach mal alles, was ich sonst noch so habe. So, und den gelben Pilotenhelm, den ziehe ich mir dann an. Den Hundehalsband. Naja, ist ja auch egal. So. Viper. Gehen wir zufällig in die gleiche Richtung? Klar. Gehen wir. Wird gemacht. Ja, Dogmeat, ich weiß. Tut mir leid, Junge. Es ist Zeit für dich, nach Hause zu gehen. Ja, wir schicken ihn natürlich dahin, wo er herkommt. Nach Sanctuary Hills, oder? Ja. So, Dille. So, eine Waffe trägt sie. Jetzt muss ich... Hallo? Hey. Piper? Schieß los. Mal bei... Hallo? Greif ruhig zu. Wie kann ich der... Ah, ausrüsten, da. Okay, zack. Zack. Lederrüstung, linkes Bein. Ja, der Trenchcoat, der war natürlich. Dann hier hast du eine Schweißerbrille. Sieht sexy aus, Lady. Sturmmaske. Oh ja, deutlich besser. Metallrüstung. Ja, ist schon deutlich besser. Vernietete Lederrüstung. Ja, und das hier hätten wir noch. So, dann ist die Gute schon mal ein bisschen besser ausgerüstet, um im Kampf zu helfen. Problem ist nur, die braucht noch Munition. Haha. Kleidung, Hilfsmittel, diverses, Schrott, Munition. So, 10mm Patronen geben wir ihr mal einfach mal so 30 Schuss. Zack. Und schon geht das Ganze besser. Jetzt weiß ich auch, wie das mit dem Ausrüsten erlebt, was? Mit dem Ausrüsten funktioniert. Vielleicht kann ich dann doch meine Bewohner ausrüsten. Das muss ich dann in Zukunft mal testen. Ah, hallo, kleiner Ned. Ich muss Zeitungen verkaufen, Mister. Ja, dann mach mal. Klingenkorn, nimm mal Oma mit. Lass mich doch einfach in Ruhe. Geh weg. Stehst im Weg. So, was haben wir hier noch? Oh, ein Terminal haben wir hier, aber das interessiert mich gerade nicht. Aufbereitetes Wasser nehmen wir mal mit. Die ganzen Patronen, Systempacks nehmen wir auch mit. Gehören zwar nicht mir, aber wenn es kein Diebstahl ist, ist es kein Diebstahl. Gut, meine Freunde, ich würde sagen, damit verabschiede ich mich von euch für diese Folge und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder hier bei Fallout 4. Bis zum nächsten Mal.